Moin Moin und herzlich willkommen zum letzten Neuzugänge-Video aus dem Jahre 2019. Und zwar sind das die Bücher, die bei mir im Dezember eingezogen sind, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Das sind 12 an der Zahl und einige habe ich mir selbst gekauft, einige sind Rezensionsexemplare, aber das meiste sind tatsächlich Weihnachts- und Wichtelgeschenke, die mir gemacht worden sind. Ja, und ich würde sagen, wir arbeiten den Stapel hier links von mir nach und nach ab. Einige Bücher habt ihr schon in anderen Videos von mir gesehen und andere kennt ihr ja von diesem Kanal noch gar nicht. Wir fangen mit einem kleinen Büchlein an, das ich euch schon in einer Rezension vorgestellt habe, und zwar Das Mucksmäuschen von Monika Augustin. Hierbei dreht es sich um eine Geschichte über das Volk der Mucksmäuschen, die sehr still und zurückgezogen leben, doch eines Tages laut werden müssen bzw. sich Gehör verschaffen müssen, denn sie alleine können den Wald der Tiere retten. Diesem droht nämlich Gefahr. Und sie müssen jetzt sich eben Aufmerksamkeit verschaffen, um die anderen Tiere zu warnen. Ja, es geht eben um den Mut der Kleinen und Stillen. Es ist eine sehr niedliche Botschaft und es hat auch den deutschen Self-Publishing-Preis 2019 gewonnen und ja, wurde mir als Rezensionsexemplar durch die Mein Wunder Agentur vermittelt. Und habe ich demnach auch schon gelesen. Und wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren möchtet, schaut doch gerne in meine Rezension dazu hinein. Das nächste Buch habe ich als Geschenk zugeschickt bekommen, als Überraschung. Eigentlich wollte ich jemand anderen eine Freude machen und dann ist auch etwas für mich dabei rumgekommen, rausgesprungen, wie auch immer. Und ich freue mich darüber sehr. Und zwar habe ich eine Autorin angeschrieben, die Autorin von den Hexenharz-Krimis Im Schatten der Hexen. Ich habe euch davon schon mal berichtet, vielleicht erinnert sich der ein oder andere davon. Ich habe bisher aus der Reihe zwei Bücher gelesen und ebenso mein Vater kennt diese Reihe und wir haben uns darüber bisher immer sehr gern unterhalten und lesen und kaufen diese Bücher auch immer im Harz. Und dazu erscheinen jetzt Wanderstempelbücher und ein Wanderführer. Und in diesem Wanderführer werden halt die Orte in dem Harz erklärt oder kann man dort bewandern, die in diesem Roman halt auch vorkommen. Und das finde ich so eine coole Idee und wir sind sowieso als Familie oft im Harz und deswegen wollte ich den Wanderführer und die Stempelbücher meinem Vater gerne zu Weihnachten schenken und als i-Tüpfelchen, als Sahnehäubchen wollte ich eventuell noch einen netten Gruß von der Autorin dabei legen und deswegen habe ich sie angeschrieben. Wir hatten vorher schon mal Kontakt und ja, deswegen habe ich sie einfach angeschrieben und gefragt, ob sie mir etwas Nettes da reinschreiben kann, in die Stempelbücher. Der Wanderführer ist leider noch nicht erschienen, aber sie hat mir dann die Stempelbücher zukommen lassen und eine nette Postkarte mit weihnachtlichen Grüßen, die ich dann auch noch dazulegen konnte. Und das war wirklich ein tolles Geschenk. Es hat Spaß gemacht, das zu verschenken und es kam auch wirklich sehr gut an. Und bei diesem Päckchen, jetzt komme ich auch langsam zu dem Neuzugang, den ich euch jetzt zeigen möchte, lag eben auch noch etwas für mich dabei. Und zwar eine Kamingeschichte aus der Geistmühle, der Harzkrimi-Almanach Band Nummer 4, Walpurgisnacht. Ich wusste gar nicht, dass es diese Geschichten gibt. Die Geistmühle kommt eben auch in der Romanreihe drin vor, gibt es aber tatsächlich. Dort ist tatsächlich auch ein Hotel und da kann man auch unterkommen und sich ein Zimmer mieten. Und die ist auch sehr, ja, historisch. Und dort gibt es wohl jetzt hier auch noch so kleine Kamingeschichten, Kriminalgeschichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen, glaube ich. Und ja, das wurde mir zugeschickt und auch eine nette weihnachtliche Nachricht reingeschrieben. Da freue ich mich sehr und mal gucken, vielleicht werde ich das dann auch im Harz lesen. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf, mir durchzulesen. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Buch, was ich auch zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, also relativ frisch bei mir eingezogen ist. Von einer lieben Freundin habe ich das geschenkt bekommen und das ist auch vorher sehr kurz erst auf meiner Wunschliste gewesen. Ich habe es nämlich auf dem Kanal von dem lieben Florian von Creepy Creatures Reviews gesehen. Der hat dazu eine Rezension gedreht und das hat mich wirklich angesprochen. Ich spreche von Tintenphönix
von Isa Theobald und Christian von Asta. Das ist so ein Zusammenschluss von mehreren Künstlern, die hieraus eben etwas Rundes gebastelt haben. Und zwar mit einer Geschichte von Isa Theobald, einer Ballade von Christian von Asta und Illustrationen von Cora Lines. Das Buch habe ich bereits gelesen und werde euch demnach dann mehr im Lesemonat von erzählen, wie es mir auch gefallen hat. Nur so viel dazu. Es dreht sich um ein Mädchen, das ab ihrem 13. Lebensjahr immer nach bestimmten Ereignissen eine weitere eintätowierte Feder auf ihrem Bauch entdeckt. Und wir begleiten sie halt mehrere Jahre in ihrem Leben und bei verschiedenen Meilensteinen ihres Lebens und was diese Federn auf ihrem Bauch nun bewirken und was diese bedeuten und wie das Ganze endet, das könnt ihr hier lesen. Also es ist wirklich was Besonderes und auch die Ballade hat gepasst. Es ist symbolisch natürlich, ein bisschen fantastisch und ja, mehr erzähle ich denn in dem Lesemonat. Auch die nächsten beiden Bücher wurden mir über raschenderweise zukommen gelassen, und zwar von der lieben Kali vom Kanal Kalis Books, und das war eine so liebe Geste. Sie hat ihre Bücher aussortiert und hat mehreren Booktubern ja eine weihnachtliche Überraschung gemacht, und das fand ich richtig toll. Sie hat dazu auch eine kleine Postkarte mit lieben Worten geschickt und einen Tee-Adventskalender, ja, und eben zwei Bücher bei mir, und da ist leider das Pech gewesen, dass ich beide Bücher schon kenne, aber die Auswahl selbst war wirklich eine sehr gute. Und zwar ist es zunächst einmal Der geheime Zirkel, Band 1 von Libba Bray, Gemmas Visionen. Habe ich hier die gesamte Trilogie bei mir schon im Regal stehen, man sieht sie hier auch, allerdings in einer anderen Ausgabe, in der älteren Ausgabe. Und haben mir wirklich auch sehr gut gefallen. Ist eine Mischung aus historischen Romanen und Fantasy. Es dreht sich oder spielt in der Zeit des viktorianischen England an einem Mädcheninternat, wo wir mehrere Mädchen treffen, die eben einen geheimen Zirkel gründen und mit ja, verschiedenen Ritualen es schaffen, in eine Fantasy-Welt zu gelangen. Außerdem geht es um alte Tagebücher. Ja, also ein bisschen geheimnisvoll, mystisch, aber auch eben historisch. Und der andere, das geht eher so in die Richtung Psychothriller, und sie kennt mich einfach ziemlich gut. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich mag es einfach sehr gerne, wenn so ein bisschen mit den Wahrnehmungen gespielt wird, wird damit mit dem Leser gespielt wird, was ist wahr, was ist Traum. Und hier ist es schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Es ist auch nicht mal in meinem Besitz. Geht, glaube ich, um einen Wissenschaftler oder einen Professor, der überfallen wird und danach in einem ganz anderen Leben aufwacht. Und er weiß nicht mehr, was wahr und eben was falsch ist. Und ob ihnen irgendwas vorgespielt wird. Also auch das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Wahl gewesen von Kali. Aber beide dürfen wieder ausziehen, weil ich sie eben schon kenne. Und ich werde sie dann verschenken an jemanden, der sie noch nicht kennt. Und der dann damit noch mehr Freude hat. Dennoch vielen lieben Dank für diese Überraschung, Kali. Ich habe mich dennoch sehr gefreut, besonders eben über deine lieben Weihnachtsgrüße, Worte. So, womit machen wir weiter? Ich mache mit einem Buch weiter, was ich über die Arbeit bekommen habe. Und zwar ist das Buch mir schon als gebundene Ausgabe aufgefallen, beziehungsweise hatte eine damalige Kollegin davon geschwärmt. Und jetzt ist es eben als Taschenbuch erschienen. Und zwar ist das Slate House von David Mitchell. Der ist ja auch der Autor von dem Wolkenatlas. Wurde ja auch verfilmt mit Tom Hanks und Halle Berry, glaube ich. Ja, das ist jetzt allerdings nicht so ein dicker Wälzer wie der Wolkenatlas, sondern ein bisschen dünner und ist so ein bisschen Horror, aber ein bisschen literarischer, glaube ich. Ich lese euch da mal den Klappentext vor, weil ich glaube, das kann ich nicht so gut zusammenfassen. Geh die Slate Alley hinunter. Schmal, feucht und leicht zu verfehlen, selbst wenn du sie suchst, finde das kleine schwarze Eisentor in der Mauer zur Rechten.
Keine Klinke, kein Schlüsselloch, aber wenn du es berührst, schwingt es auf. Tritt in den sonnendurchfluteten Garten eines alten Hauses, das dort unpassend wirkt, zu nobel für die schäbige Nachbarschaft, irgendwie zu groß für das Grundstück. Ein Fremder begrüßt dich und führt dich hinein. Zunächst möchtest du gar nicht mehr fort, dann merkst du, dass du es nicht mehr kannst. Denn alle 9 Jahre, am letzten Sonntag im Oktober, wird ein Gast ins Slate House eingeladen. Doch warum wurde er oder sie ausgewählt? Von wem? Und zu welchem Zweck? Die Antwort findet sich dort am hinteren Ende des Flurs, oben am Absatz der Treppe. Ein genial komponiertes Schauerstück von einem der einfallsreichsten und fantasiebegabtesten Schriftsteller unserer Zeit. Ich finde, das klingt sehr besonders, hat so ein bisschen was von Haunted House, aber eben, wie gesagt, ein bisschen besonderer, ein bisschen literarischer und wahrscheinlich auch ein bisschen symbolischer. Ja, ich bin sehr gespannt. Das nächste Überraschungsgeschenk, und zwar diesmal von der lieben Claudia vom Kanal Beauty Butterflies. Sie ist genauso wie ich so ein großer Weihnachtsfan und sie schenkt unglaublich gern. Und deswegen hat sie uns allen aus unserem Buchclub All You Can Read, den Mädels, auch eine Überraschung gemacht, obwohl wir eigentlich schon ein ja, Wichtelpaket Aktion irgendwie ausgemacht haben, aber sie wollte uns allen irgendwie noch eine kleine Überraschung machen, fand ich total niedlich. Und da waren auch so ein paar Kleinigkeiten drin, die auch auf uns abgestimmt waren, aber eben auch ein Buch. Sie hat wohl mehrere Videos vorher nochmal von uns geguckt, um nochmal zu schauen, ja, was uns gefällt. Und bei mir war es Das geheime Turmzimmer von Laura Anderson oder Laura Anderson. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Nation die Autorin ist. Aus England dann wahrscheinlich, also Laura Anderson. Und vielleicht erinnert euch dran, ich hatte ja mit der lieben Sarah von Alice im Bücherland eine Bücherschnitzeljagd gemacht und dabei habe ich dieses Buch hier entdeckt, mir aber nicht gekauft in dem Moment, aber mir auf jeden Fall auf meine Wunschliste gepackt. Und darüber ist vielleicht die liebe Claudia gestolpert und ich freue mich da sehr drauf, weil es klingt einfach richtig, richtig toll. Düstere Mauern verbergen ein tragisches Schicksal. Als die bücherliebende Kara den Auftrag erhält, die Bibliothek einer alten irischen Burg zu katalogisieren, kann sie ihr Glück kaum fassen. Und als sie dort dem jungen Lord Aidan Gallagher begegnet, schlägt ihr Herz noch schneller. Doch etwas stimmt nicht mit Deepress Castle und seinen Bewohnern. Ist es wahr, dass ein Geist im Turmzimmer umherirrt? Und was hat es mit dem mysteriösen Tod von Aidens Eltern auf sich, die vor 20 Jahren ermordet in der Bibliothek aufgefunden wurden? Kara stößt auf ein altes Tagebuch, das sie der Wahrheit näher bringt. Dabei ahnt sie noch nicht, dass ihr eigenes Schicksal mit den Gallaghers eng verwoben ist. Ja, ich finde, das hat so ein bisschen was von diesen Familienschicksalromanen à la Lucinda Riley, aber hat auch noch so ein bisschen was Mystisches dabei durch diese Geistergeschichte, ob die jetzt nun wahr ist oder nicht, aber hat trotzdem so ein bisschen Spannung noch dabei, vielleicht auch ein bisschen Kriminalgeschichte. Jedenfalls klingt das richtig gut. Meine Mutter hat das auch schon angefangen zu lesen, die ist da allerdings ein bisschen schwer reingekommen. Ich werde mal schauen. Ich finde es halt auch noch klasse, dass es so ein bisschen eine Bibliothekarin ist, die hier unsere Protagonistin ist. Oder ich weiß gar nicht, ob sie Bibliothekarin ist, aber sie ist auf jeden Fall bücherliebend und darf diese Bibliothek halt ja sortieren. Und ja, ein bibliophiles Herz schlägt da dann einfach höher. Genauso wie der Standort dieser Geschichte, also eine irische Burg. Ja, klingt richtig cool. Also lieben Dank, liebe Claudia, für dieses tolle Büchergeschenk. So, das nächste ist dann mal wieder ein Rezensionsexemplar. Habe ich beim Heine Bloggerportal angefragt. Das kennt ihr sicherlich schon von anderen Booktube-Kanälen. Da ist das, ja, schon rumgegangen. Es ist eine Neuerscheinung, die, ich weiß gar nicht wann genau, im Oktober oder November oder so erschienen ist. Und zwar dieses hier, Der Bär und die Nachtigall von Catherine Arden. Das ist der erste Teil einer Reihe. Ich weiß nicht, ob es eine Trilogie ist. Ich glaube, das erste Mal habe ich das auf dem Kanal Carina Zacharias, heißt sie so, gesehen. Da hat sie das jedenfalls auf Englisch noch vorgestellt und auch da hat mich das schon
angesprochen, denn es ist zwar so ein Märchen-Fantasy-Roman, der aber ja dem Russischen so entnommen ist, und das passt so wunderschön jetzt in den Winter. Das sind so winterliche russische Märchen, die hier eingewoben sind. Weit im Norden von Russ, wo der Wind kalt bläst und der Schnee fast das ganze Jahr fällt, erzählt die alte Amme Dunja den Kindern des Landadligen Pjotr Wladimirowitsch Abend für Abend Geschichten. Geschichten über Zauberei, magische Wesen und den Winterkönig mit den frostblauen Augen. Verbotene Geschichten. Doch für die junge wilde Wasja sind dies weit mehr als nur Märchen. Denn sie allein kann die Geister sehen, die ihr Zuhause beschützen. Und sie allein spürt, dass sich in den Wäldern eine dunkle, gefährliche Macht erhebt. Inspiriert von uralten Mythen und der Sehnsucht nach Freiheit erzählt Catherine Arden von der unerschrockenen Suche einer jungen Frau nach ihrem Schicksal. Das klingt so richtig schön atmosphärisch, und so russische Märchen sind mir jetzt auch nicht so unbedingt bekannt, und ich finde es immer toll, wenn Mythen und Sagen in fantastische Romane verwandelt werden. Ich bin gespannt. Ich habe allerdings auch schon ein bisschen kritische Meinung gehört. Ich glaube, Ruth hat es bereits gelesen und hat da so ein bisschen den roten Faden vermisst. Ich weiß jetzt aber nicht ihr abschließendes Fazit. Ich glaube, ich habe nur ihr Currently Reading damals gesehen, und ich glaube, auch die liebe Sarah Sophie hat das gelesen. Ich lasse mich einfach mal drauf ein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das wird jetzt auch noch im Winter gelesen, und dazu erhaltet ihr dann natürlich auch eine Rezension von mir. So, und wir sind wieder bei Wichtelgeschenken. Die habt ihr auch schon in einem Video gesehen. Und zwar habe ich ja schon erwähnt, dass der Buchclub, unser Mädelsbuchclub All You Can Read, eben eine Wichtelaktion gestartet hat. Und wir haben uns gegenseitig ausgelost, wer wen beschenkt. Und ich wurde von der lieben Sarah Sophie bewichtelt. Und ich habe euch in einem Unpacking-Video dann schon gezeigt, was dort alles enthalten war. Und eben unter anderem diese beiden Bücher: Das Haus am Rand der Klippen von Lucy Clark und Lichter auf dem Meer von Miguel Rayner. Fangen wir mal mit diesem Buch an. Die Grapes haben in ihrem Leben nicht viel Glück gehabt. Nun sollen sie auch noch aus ihrem Häuschen ausziehen, das auf einer Taufsteinklippe steht und als absturzgefährdet gilt. Doch nach einem nächtlichen Unwetter findet sich das alte Paar plötzlich zu seinem Erstaunen mitten auf dem Meer wieder, in ihrem schwimmenden Haus vor der abenteuerlichsten Reise ihres Lebens. Ja, magischer Realismus, symbolisch wahrscheinlich, auch ein bisschen philosophisch. Ich freue mich da sehr drauf, und Sarah Sophie hat beide Bücher auch noch nicht gelesen, sodass wir die beiden auch zusammen lesen wollen. Und sie hat die beiden Bücher auch schon zu Hause bei sich. Das passte dann natürlich umso besser. Das andere Buch ist wieder, ja, so am Rande auf der Schwelle zum Thriller, würde ich sagen. Ich bin in deinem Haus, ich bin in deinem Kopf und ich kenne dein Geheimnis. Das Haus am Rand der Klippen war Els größter Traum. Doch kaum eingezogen, liegt ihre Welt in Trümmern. Ihre Ehe zerbricht, sie ist bankrott und ihr Verlag drängt auf ihr neues Buch, während sie mit Schreibblockaden und Schlaflosigkeit kämpft. Der Abgabetermin rückt näher, ihre Existenz hängt davon ab, und vielleicht liegt es an den angespannten Nerven, dass sie sich ständig beobachtet fühlt. Doch als Elle von einer Reise zurückkehrt, spürt sie schon beim Betreten ihres Hauses, dass etwas anders ist. Jemand war hier und hat ihr schlimmstes Geheimnis entdeckt. Klingt richtig cool, richtig psychologisch spannend. Und ja, Protagonisten, die Schriftsteller sind, finde ich ja eh immer cool. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Das vorletzte Buch, was ich euch zeigen möchte, habe ich mir selbst gegönnt von einem Gutschein, den ich noch von meinem Geburtstag übrig hatte. Und das ist ein Buch, was ich euch bereits in meinem Weihnachtsvideo gezeigt habe, mein Want to Read, was ich alles im Dezember lesen möchte vor Weihnachten. Und zwar ist das Die Schneeschwester von Maja Lunde, ein unglaublich schönes Buch. Außen sowie innen. Ich kann euch schon erzählen, dass es mir sehr gut gefallen hat. Ich habe es demnach schon gelesen. Es geht hier um Julian, und Weihnachten ist für ihn eigentlich der schönste Tag. Er liebt Weihnachten, er liebt die Gerüche, er liebt das
Geschmückte ringsherum und die familiären Traditionen. Und noch dazu hat er an Weihnachten Geburtstag. Doch dieses Jahr glaubt er nicht mehr dran, dass Weihnachten überhaupt ja stattfindet, denn seine Familie trauert um einen geliebten Menschen. Und er glaubt, dass er gar nicht mehr in Weihnachtsstimmung kommen kann. Doch dann trifft er auf ein kleines Mädchen namens Hedwig. Und Hedwig ist auch ein totaler Weihnachtsmensch und sie liebt Weihnachten und sie bringt ihn Weihnachten wieder so ein bisschen näher. Sie bringt ihm auch wieder so ein bisschen Lebensfreude näher. Sie freunden sich an, doch sie verbirgt irgendwas. Sie verschweigt etwas und irgendwie, immer wenn er in ihrer Nähe ist, ist etwas seltsam. Und was dahinter steckt, das kann man hier erfahren. Ich werde euch im Lesemonat mehr dazu erzählen und ihr werdet es auch noch in anderen Videos wiedersehen. Das kann ich euch schon mal versprechen. So, und das letzte Buch ist eigentlich kein Roman, keine Geschichte, aber ich möchte es euch unbedingt hier in diesem Video noch zeigen. Es ist ein Weihnachtsgeschenk von meinen Eltern. Ich habe es mir auch gewünscht und es passt einfach jetzt so unglaublich gut und es ist so wunderschön. Und zwar habe ich ja immer, ich kann euch das alte einmal zeigen, mein Buch der Bücher, mein süßes kleines Buch der Bücher, wo ich immer meine gelesenen Bücher eintrage, meine Neuzugänge und so weiter, alles so dokumentiere. Und ja, das ist jetzt voll. Passend zum Ende des Jahres ist es voll. Und es war auch immer sehr klein. Ich musste immer ein bisschen ja, platzsparend sein und hatte mir überlegt, wenn ich mir ein neues hole, dann soll es ein bisschen größer sein. Und dann kann ich mir vielleicht auch ein bisschen andere Sachen noch notieren. Nicht nur das Nötigste. Ja, auch das fand ich schon sehr niedlich. Das hat mir gute Dienste geleistet. Es wird jetzt auch nicht weggeworfen oder so, sondern in mein Bücherregal gestellt. Aber jetzt musste natürlich ein neues her. Und ja, ich zeige es euch einfach und lasst euch selbst staunen. Das ist jetzt mein neues Buch der Bücher, wo ich meine gelesenen Bücher und meine Neuzugänge notiere. Vielleicht auch noch anderes, vielleicht Video und die Ideen mal sehen. Ist es nicht wunderschön? Ja, eine fantastische Reise. Wir sehen hier so unglaublich viel. Es ist wie ein Wimmelbild. Auch die Rückseite ist toll. Ach, so ein bisschen verrückt, ein bisschen skurril. Wir sehen einen Drachen, wir sehen einen Astronauten, wir sehen Kobolde, wir sehen Feen, wir sehen Engel, wir sehen ein Schiff, wir sehen Katzen, eine Eule. Und das alles ineinander verschlungen, dann auch noch so metallisch glänzen. Es ist von Paper Blanks. Die haben ja eh immer schon so tolle Motive, aber das, ja, bricht einfach alle Rekorde und da werde ich jetzt ja, reinschreiben und versuche immer schön ordentlich zu schreiben, damit ich das nicht verhunze. Ja, also da freue ich mich sehr drüber. Das ist wirklich eines meiner liebsten Weihnachtsgeschenke und passt jetzt einfach auch perfekt. Ja, das waren meine Neuzugänge aus dem Dezember 2019. Erzählt mir doch gerne, was eure Weihnachtsgeschenke waren, was eure Lieblingsweihnachtsgeschenke waren und ob da auch Bücher unterm Weihnachtsbaum bei euch lagen. Und natürlich höre ich mir auch immer gerne an, was ihr zu den Büchern sagt, die ich jetzt hier so vorgestellt habe. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.